wie können wir unsere Welt friedlicher gestalten. Friedlicher bedeutet auch wohlhabender. Eine wohlhabendere Gesellschaft ist eine widerstandsfähige Gesellschaft. Ich möchte ein Phänomen erforschen und das Phänomen ist Gewalt. Anke Höffler ist Volkswirtin. Sie erforscht Ursache und Auswirkung von Bürgerkriegen und Gewalt. Ihr Greed and Grievance-Aufsatz ist eine der meistzitierten Arbeiten der Volkswirtschaft. Darin stellte sie die Frage, ist es der Leidensdruck durch gesellschaftliche Missstände, der Kriege auslöst? Oder haben diese vor allem ökonomische Gründe? In Konstanz wird Anke Höffler ihre Forschung interdisziplinär ausbauen. Ich bin sicher, wenn man so erfolgreich ist, wie Frau Höffler das in ihrem Fachgebiet ist, dann muss man immer große Schritte vorausgehen, die vielleicht nicht kalkulierbar und berechenbar sind. Aber diese Kraft und diesen Mut und diese Visionskraft hat Frau Höffler und wird das sicher auch weiter in unserer Umgebung ausstrahlen. Es geht in meiner Forschung darum, dazu beizutragen, dass von Generation zu Generation die Gesellschaft widerstandsfähiger wird, damit ein friedlicheres Leben miteinander stattfinden kann.